Was genau heißt es, besonders gut im Lesen zu sein? Normalerweise denken wir über das Lesen nicht als eine besondere Fähigkeit nach, in der man Experte oder Expertin sein kann, aber wahrscheinlich gehen Sie trotzdem davon aus, dass zum Beispiel Ihre Dozierenden die Seminarlektüre irgendwie besser als Sie lesen. Eine mögliche Vorstellung, die Sie vielleicht haben, ist, dass erfahrene Leserinnen und Leser besonders schnell besonders viele Informationen aufnehmen können. Und da ist vielleicht auch etwas dran. Aber eine viel wichtigere Fähigkeit, vor allem an der Universität, ist, dass sie die wichtigsten Informationen aus einem Text herausfiltern können und die Rollen bestimmen können, die diese Informationen für den Text spielen. Aber was sind die wichtigsten Informationen eines Textes? Erfahrene Leserinnen und Leser können das teils sehr schnell herausfinden, aber im Studium fehlt einem oft das notwendige Hintergrundwissen. Es kann deshalb hilfreich sein, mit einer Art Gerüst zu lesen, und genau das will ich Ihnen hier vorstellen. Die Methode nennt sich die Vogelperspektive auf wissenschaftliche Texte, weil man damit Abstand von einzelnen Passagen nimmt und den Text als Ganzes in den Blick nimmt. Bevor ich das Gerüst im Detail vorstelle, sind hier erstmal ein paar allgemeine Tipps zum Vorgehen. Die Grundlage der Methode ist ein vorstrukturiertes Notizblatt, das Sie auf der Webseite des Schreibzentrums herunterladen können. Auf diesem Blatt finden Sie die wichtigsten Elemente eines Textes, nach denen Sie beim Lesen Ausschau halten sollten. Also so etwas wie die zentrale Fragestellung, Bezüge zu anderer Literatur und verwendete Forschungsmethoden. Bevor Sie mit dem Lesen anfangen, sollten Sie sich gut überlegen, auf was Sie sich beim Lesen konzentrieren möchten. Wenn Sie zum Beispiel nur ganz grob festhalten möchten, worum es in dem Text geht, reicht es, die obere Mitte des Blatts auszufüllen. Und je weiter nach unten Sie im Blatt kommen, desto detaillierter wird Ihre Dokumentation. Allgemein gilt, dass Sie einen Text umso besser verstehen werden, je mehr Elemente Sie auf dem Blatt festhalten, aber es komplett auszufüllen nimmt eben auch mehr Zeit in Anspruch. Überlegen Sie sich also gut, in welchem Umfang Sie den Text aufbereiten möchten, und fangen Sie erst dann mit dem Lesen an. Lesen Sie dann zunächst auch erst einmal nur die Einleitung, den Schluss und die Kapitelüberschriften des Textes. In der Regel liefert das schon einige der wichtigsten Informationen für das Notizblatt. Sie finden dabei außerdem heraus, welche Teile des Textes Sie noch genauer lesen müssen, um die restlichen Felder auszufüllen. Zu guter Letzt lesen Sie diese Stellen genau durch und ergänzen dabei das Notizblatt. Natürlich können Sie sich auch dazu entscheiden, den ganzen Text zu lesen. Wichtig ist eben nur, dass Sie eine bewusste Entscheidung treffen und dadurch wissen, worauf Sie beim Lesen achten müssen. Wenn Sie damit fertig sind, werden Sie den Text nicht nur besser verstanden haben, Sie haben auch gleich ein Dokument, das ganz handlich auf einer kompakten Seite die wichtigsten Inhalte zusammenfasst. Ich zeige Ihnen mal direkt, wie ich einen Text mit dieser Methode lesen würde. Dafür habe ich hier ein Online-Whiteboard auf der Plattform miro.com eingerichtet, aber wie gesagt, finden Sie das auch als PDF auf der Schreibzentrums-Webseite. Es hat übrigens einen Grund, warum die Elemente in dieser Form angeordnet sind. Ganz zentral in der Mitte sind zum Beispiel die wichtigsten Aspekte eines Textes, die Sie immer festhalten sollten, also Thema, Fragestellung und These. Während links Raum für eigene Gedanken ist und rechts skizziert werden kann, welche Bezüge es zu anderer Literatur gibt und wie der Text in einem Forschungsdiskurs verortet werden kann. Für das Beispiel hier werde ich mal versuchen, alle Felder auszufüllen, aber wie gesagt, ist es normalerweise auch Teil der Methode, sich zu überlegen, was man davon benötigt. Wenn ich mir zum Beispiel einen aktuellen Forschungsstand erschließen will, ist die rechte Seite ziemlich wichtig. Aber wenn es nur um die Nutzung eines Textes für mein eigenes Projekt ginge, würde ich den Schwerpunkt eher links legen. Den Text, den ich für dieses Beispiel bearbeiten will, ist ein etwas älterer Artikel von dem Linguisten Roy Harris mit dem Titel How Does Writing Restructure Thought? Damit ich den Text später wiederfinden kann, schreibe ich zuerst mal die vollständige Literaturangabe auf. Bevor ich dann mit dem Lesen selbst anfange, überlege ich mir auch, warum ich diesen Text überhaupt lesen will und was ich mir davon erhoffe. Ich muss zugeben, dass ich das Thema einfach spannend fand und eigentlich bin ich selbst gar kein Linguist. Deshalb habe ich hier auch keine besonderen Erwartungen an den Text, die über den Titel hinausgehen würden.
So, um in den Text an sich einzusteigen, versuche ich jetzt zuallererst mal mehr über diese drei zentralen Elemente herauszufinden. Dafür lese ich das Abstract des Textes und den Anfang und das Ende. Und auf der Basis allein kann ich schon ganz gute Vermutungen darüber anstellen, was diese drei zentralen Elemente betrifft. Das halte ich hier gleich fest. Mit diesem Überblick im Hintergrund kann ich jetzt anfangen, den Text komplett von vorne nach hinten zu lesen. Dabei fällt mir als erstes auf, dass sich der Autor sehr stark von einer anderen linguistischen Position abgrenzt und die ersten Seiten seines Textes damit verbringt, gegen sie zu argumentieren. Das halte ich rechts fest, indem ich beschreibe, gegen wen sich der Autor richtet und was er daran kritisiert. Wie Sie sehen, schreibe ich auch immer gleich die Seitenzahl dazu, damit ich bei Bedarf die richtige Stelle wiederfinden kann, ohne gleich den ganzen Text neu lesen zu müssen. Natürlich ist nicht nur interessant, was der Autor ablehnt, sondern warum er das tut. Um das zu dokumentieren, gibt es hier die Zeile für Begründungen. Ich halte dort mal das Gegenargument von Harris fest, das für mich am wichtigsten aussieht. Dabei notiere ich auch die Belege, die er für seine Position anführt, denn das ist für weitere Literaturrecherche sehr nützlich. Und ich verstehe so das Forschungsnetzwerk besser, in das der Text eingebettet ist. In der Mitte des Textes passiert dann noch mal etwas ganz Spannendes. Nachdem Harris so lange gegen eine andere Position argumentiert hat, formuliert er in der Mitte seine eigene Fragestellung noch mal etwas genauer. Und das sollte ich auch ergänzen. Deshalb überarbeite ich hier meine Notiz zur Fragestellung. Falls Sie auch mal beim Lesen vorher festgehaltene Notizen korrigieren müssen, bedeutet das übrigens nicht, dass Sie schlecht lesen oder irgendwelche intellektuellen Ansprüche verfehlen. Ganz im Gegenteil, das ist ein Zeichen davon, dass Sie es genau richtig machen. Es zeigt, dass Sie Ihre Gedanken beim Lesen weiterentwickeln, statt bei einem oberflächlichen Verständnis stehen zu bleiben. Wo ich gerade dabei bin, sollte ich auch die These etwas anders formulieren, denn mir fällt jetzt auf, dass der Text insgesamt doch negativer ist, als ich dachte. Die eigene Antwort des Autors auf die Fragestellung nimmt letztendlich weniger Raum ein als die Kritik an anderen, und das sollte hier auch wiedergespiegelt werden. Ein Aspekt des Textes, den ich noch nicht dokumentiert habe, ist die Methode, die eingesetzt wurde. Allerdings fehlt mir auch das Fachwissen, um das genau zu benennen. Deshalb kann ich nur ungefähr beschreiben, wie der Autor vorgegangen ist. Das geht Ihnen vielleicht zu Studienbeginn ja auch so, denn gerade in Geisteswissenschaften werden Methoden und Theorierichtungen selten explizit im Text genannt. Wenn das bei Ihnen auch vorkommt, versuchen Sie trotzdem, so wie ich, zu beschreiben, was ein Autor oder eine Autorin in Ihrem Text macht, beziehungsweise wie Sie zu Ihren Forschungsergebnissen kommen, und notieren Sie, wie ich hier, welche Quellen dabei genutzt werden. Gegen Ende des Textes führt der Autor dann auch noch seine eigene Position genauer aus und begründet sie. Das fasse ich hier kurz zusammen. Weil es sich bei dieser Begründung um eine eigene theoretische Überlegung von dem Autor handelt, werden auch keine Belege genannt, deshalb lösche ich hier den unteren Teil einfach.
Stattdessen setzt sich der Autor mit potenziellen Gegeneinwänden auseinander. Das kann ich im Detail hier rechts festhalten. Gerade in geisteswissenschaftlichen Texten kommt so etwas sehr häufig vor und ist für das Verständnis einer Debatte sehr wichtig. Also achten Sie beim Lesen auf Signalwörter, die solche Auseinandersetzungen andeuten. Beim Lesen und Rekonstruieren von diesen Abschnitten sind mir auch zwei Begriffe aufgefallen, die ziemlich wichtig scheinen, aber die ich nicht so richtig verstanden habe. Auch dafür gibt es hier einen Platz, denn es ist bei universitären Texten völlig normal, unbekannten Fremdwörtern zu begegnen. Ich schreibe mir beide hier mit einer Erinnerung daran auf, sie in einem Linguistikwörterbuch nachzuschlagen. Das letzte wichtige Element des Textes ist die Konsequenz, die der Autor aus seinen Überlegungen zieht. Also, was lässt sich mit der entwickelten Theorie machen? Welche Handlungsempfehlungen werden ausgesprochen? Welche neuen Forschungsprobleme ergeben sich? So etwas. In diesem Text ist es ein Ausblick auf das Erklärungspotenzial der verteidigten These. Das versuche ich auch mal in einem Satz zusammenzufassen. Zum Schluss überlege ich mir nach dem Lesen noch, ob meine Erwartungen erfüllt wurden. Was konnte ich aus dem Text mitnehmen? Nachdem ich das festgehalten habe, zoome ich jetzt auch noch einmal raus. Das hier ist jetzt die Vogelperspektive auf den Text. Ich habe alle Infos auf einen Blick. Und damit sind wir auch am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, Sie probieren die Methode gleich mal aus, denn das Lesen akademischer Texte ist echt nicht einfach, aber Sie werden merken, dass es leichter fällt, wenn man gezielt nach diesen verschiedenen Elementen in einem Text sucht. Irgendwann werden Sie das auch ganz von selbst tun, aber bis dahin können Sie die Vogelperspektive als Unterstützung nutzen.